Welcome back zu Kingdom Hearts, meine lieben Schlempels. Wir sind wieder hier in Folge Schlag mich tot. Warte mal, ihr wisst, das Kingdom Hearts kommt ja immer am Abend nach Pokémon. Und ihr wisst, das Kingdom Hearts in Relation zu Fire Emblem steht. Ist ja auf der anderen Tag das Abendprojekt. Das heißt, ich glaube, Kingdom Hearts ist ja 10 Folgen immer vor Fire Emblem. Da habe ich gerade die Folge aufgenommen. Das heißt, es müsste Part 29 hier sein. So, wir wollten jetzt, im letzten Part kamen wir aus Monstro raus und wollten heute endlich mal die Chance nutzen zu schmieden und deswegen, Sora, würdest du? Danke. Sehr freundlich von dir. Gucken wir mal, was wir uns so schmieden können mit den neuen Items. So, falls ich irgendwann demnächst farmen sollte, würde wollen, mache ich das auf jeden Fall offscreen. Die Waffe aller Waffen, Pupo. Ja, ja. Pupo. Lass uns schmieden. So, was haben wir hier? Mega Potion? Habe ich nicht. Fehlt mir ein Donnerquarz. Abilitamin, fehlt mir ein Rubinstein. Scheiße, wo kriegt man Rubinstein? Ach man, ich wollte Domi endlich mal fragen, wegen dem Scheiß und Kacke. Kämpferkette, ich glaube, ich farm auch erst auf, wenn ich genug Jackpot habe, weil sonst lohnt sich das nicht. Das dauert mir dann viel zu lange. Hier fehlen mir auch Achatstein, Achatstein Schalosch und Achatsplitter fehlen mir auch. Luzidsteine habe ich auch noch nicht. Meisterring, da fehlt mir ein Rubinstein und zwei Luzidsteine. Wir brauchen Luzidsteine, definitiv. Da fehlt uns noch ein jetzt hier, also hier können wir noch nicht viel machen. Schade, ich hätte gerne ein bisschen... Ach so, hier oben kann ich auch noch, aber... Die Hütte könnten wir machen. Und Elixier... Fehlt ein Cyanidsplitter. Da brauche ich irgendwo Eishütchen für. Scheiße, wir können hier nichts schmieden von. Überall fehlt uns irgendwas. Doch, ist ja nicht scheiße. Gott, verdeckrummer. Würde Michael jetzt sagen. Ja, bleibt uns nicht übrig. Da müssen wir jetzt an der Stelle jetzt immer ganz kurz die Hütte schmieden. Einmal müssen wir ja. Zwangsmäßig. Damit wir was kriegen. Jetzt haben wir 6 von 12. Kriegen wir wahrscheinlich... Kriegen wir jetzt die nächsten? Gib mir die nächsten, please. Na, Cooper. Nam, nam, nam. Nee, 12. Scheiße. Na, jetzt muss ich hier Luzidsteine, Luzidsplitter habe ich noch mehr als hier noch. Ein Rubinstein brauche ich noch mehrmals. Hier oben brauchte ich noch einen Rubinstein. Genau, hier, also ich brauche noch 3 Rubinsteine. Ich muss mal, vielleicht Mike nehmen nach dem Party mal ein bisschen. Oder nach 2 Parts. Ich will ja 2 Parts jetzt erstmal aufnehmen. Mike ein bisschen offscreen leveling vielleicht. Und dann nebenbei gleich mal ein paar Items farmen. Ist mir denn auch egal, wenn es ein bisschen länger dauert, hauptsache kriegt die Items. Weil ich will ja das Equipment haben, das ist ja geil. Das hilft uns ja ungemein. Ja, der Energiereif ist schon so eine geile Sache, ne? Hier, Maximum HP und Abwehrkraft steigen geringfügig, ist doch geil. Nur kann man die ja nicht ablegen, richtig? Ach, hier oben. Ja, in AP, in Abwehr und 3 HP, das ist schon eine ziemlich gute Sache. Hier, Abwehrkraft steigt erheblich. 3 Abwehr, das ist richtig gut. So, die Wunderschlampe natürlich, wie es gehört, hier richtig schön zum Rufknüppeln. So, der hat Ultra MP Action, der hat Ultra Def Action, genau. Wir waren ja soweit eigentlich ganz gut ausgerüstet. Und mussten, ach so genau, ich wollte noch einmal zu Merlinus und die neue Seite spielen. Ich weiß gar nicht, kriegen wir da wieder irgendwelche Items oder so? Ich glaube ja. Deswegen meinte ich das einfach mal, also einfach nach Ost-Umbo-Stadt hier. Wir müssen ja auch noch, jetzt können wir uns ja ein bisschen mehr hier umgucken in Traverse, und weil wir jetzt wohl springen können. Guck mal, das ist ein Häuschen, Leute. Guck mal hier. Haha, geil, oder? Da ist ein Häuschen. Da ist ein Häuschen. Hua, gehen wir mal rein da. Geppettos Haus. Ja, da hat sich in Traverse einfach ein Häuschen errichtet. Pinocchio? Hey, du bist es, Sora. Oh, hallo, Sora. Wie seid ihr hergekommen? Ein Mann namens Leon hat uns geholfen und uns dieses Haus besorgt. Einfach so aufgeploppt. Er hat sehr viel für uns getan. Ich weiß nicht, wie ich das je wieder gut machen kann. Ich hab gehört, dass ihr mit 3 die Herzlosen bekämpft. Ich hab das hier gemacht. Vielleicht nützt es euch ja. Geppetto-Mobil. Sehr geil. Ja, natürlich. Pinocchio und ich sind euch zu Dank verpflichtet. Wir werden alle tun, um euch zu helfen. Sehr geil. Ist doch... Oh, geil. Eine Kiste. Öffnen. Wunschgestirn. Ich glaube, ich weiß, was das war. Ich weiß, was das war. Ja, give me... Wunschgestirn. Kurze Reichweite führt aber nach jeder Combo einen vernichtenden Volltreffer aus. Was heißt das? Was genau? Kurze Reichweite finde ich schon mal nicht so cool. Schade, ich dachte, das war das Item, wo man mehr Items kriegt. Ich weiß gar nicht, haben die hier in Kingdom Hearts 1 auch Abilities? Mir fehlt hier so viel internes Wissen. So, sieh mal, was ich diesmal gebaut habe. Sit Special. Hier für dich. Hast du noch mehr? Guck mal, was ich diesmal gebaut habe. Kaktor. Was, der soll kacken? Hier für dich. Hast du noch mehr? Wenn Pinocchio ein richtiger Junge wird, ist er bestimmt wie du. Ja, total. Oh Gott. Nee, 2 Soras brauchen wir echt nicht. Ich
bin der einzig wahre Schlüsselschwertschwinger, du Arsch. So, hier kamen wir jetzt ja auch hoch, ne? Durch den Ultra Happer die Hap Jump. Aber hier hatte ich mich ja schon mal hingeglitscht. Hier war ich ja schon drauf gelandet. Bleh. Deswegen hier war ja eigentlich nichts weiter zu holen. Hui. Aha. Nein, verdammt. Ich glaube, ich komme da hinten auf den Dach rauf. Hoppa. Ja, was gibt's hier oben? Gar nichts. Derpy Derp. Hier gibt es ja nichts, das ist ja langweilig. Totally waste of time. Hui. Hier war der Durchgang, genau, da hatte ich ja irgendwie... Wir könnten eigentlich auch mal wieder zu den Hundis gehen. Damit wir da demnächst mal... Hier ist so duster hier. Damit wir da demnächst mal neue Items abstauben kommen, deswegen gehe ich erstmal zum Hundihäuschen. Das ist ja hier ein Traverse Nord, soweit ich jetzt richtig informiert bin. So, vielleicht können wir noch ein paar Herzlose kriegen hier. Ich brauche blaue Mützen, ich brauche es hier nicht. Bitte. Weil ich klopfe euch gerne auch kaputt. Das ist kein Problem mit dieser, der jetzt hier die einfachsten Schlömpel zum Donnersplitter gerne kassiert. Schön, Mann. Zack. So, falls ich mal einen Feuersplitter brauche hier, gib mir gleich her. Ja, genau. Ach, war ja falsch rum. Aua. Aber kommt hier so zum... Ja, blaue Mützchen. Ja, blaue Mützchen ist hier nicht später. Geil. Burn. Tschüss, du dicker Klumpen. Bums. Mir geschlitzt. Da haben wir ein blaues Mützchen und ist hier nicht später bekommen. Oh Gott, hier. Euch hasse ich ja wie die Pest. Oh, Double Kill. Guff, wollte gerade ab ausrasten. Oh, dicke Klumpenmodus. Ja, da sind ja die dicken. Aua. Oh, ein dickes Saumann. Ja, tot. Hier zu viel Geld. Aua, verdammt. Dicke Sau, einer. Batz. Oh, down. Instant KO. Oh, der macht hier Hyperwave, Alter. Ah, down. Oh, da sind Feuermützen. Gib mir Pyrop-Splitter. Ah, du dicke Sau, du. Bam. Hier, ihr schlitzt die ganze Scheiße hier. Geil. Sammle ich Alter, eines mehr. So, Hundis, ich komme. Ach, guck mal hier. Na, so ein Sack. Hundis, Hallöchen, ich bin da. Krieg jetzt neue Items. Ich glaube, die geben uns immer nur Gummis zum Fahren. Ist jetzt nicht so cool. Oh, oh, guck mal, sind die nicht süß. Die der für Tina-Filme hat jetzt Kind sehr gerne geguckt. Ach, guck mal, er schiebt uns ein Kistchen zu. Was sind die dünne? Gib dem mal zu fressen. Bin da eigentlich nicht so der Hunde-Fan, aber die finde ich süß. Geschenk von Pogo und Perli, Blitzra-Gummi. Boah, geil. Mithrile hat's auch nicht schlecht. So, dann wird das dafür erstmal. Würde ich sagen, was können wir denn Traverse noch so machen? Können wir gucken, ob Sid was Neues verkauft. Wäre auch mal ganz nett. Oder gibt's in der Villa von Kuntam und was? Siehst du das Rätsel mit der komischen Hotel, die ich hier mache? Das fehlt mir auch noch. Was ist hier drin eigentlich noch mal zu tun? Ach, guck mal hier. Gibt mir, könnt mal gleich Donnerstütter eben. Was geben die eigentlich auch? Donnerquarz irgendwann? Ja, da ist ein Item. Nein. Ach man, hier Sackgesicht da. Lass mich mal in Ruhe. Ein Item, okay. Gib mir meinen Dingen. Ja. Ja, Donnerspitter, geil. So, wir sammeln alle einen Items, was es gibt. Ich hoffe ja, wir kriegen bald Jackpot Badass hier. Ja, ihr könnt mir auch sagen, was gebt ihr eigentlich, hä? Was gebt ihr eigentlich für Sacke, sagt der hier, hä? Gebt ihr überhaupt irgendwas? Seid ihr überhaupt zu irgendwas Nütze? Ja, die geben Rubinsteine, geil. Okay, Gargoyles schlitzen. Warum rechnen ja nicht so viele in Monster? Ich krieg, da gab's auch einige. Verarsche. Voll auf den Kopf geschlitzt. Oh, ein dicker Junge hier. Oh. Donald hat sie kaputt geblitzt. Ich hab einen Adder gekriegt. Ja, gib mir Rubinstein, du Sack.
Ja, Donnersplitter, hier gibt's ja jetzt eine bunte Palette an allen Gegnern, wa? Da blitzt nur einer hier. Ja, Donnersplitter, geil. Ich will Donnerquarz kriegen. Ja, da ist ein Gargoyle, gib mir Rubinsteine, komm schon. Aua, da ist voll ein Downcut gegeben. So, hier ist nur so ein dicker Klumpen, ne? Tschüss, Mann. Den Dicken wird einfach mal downgeburt zum Schluss, bevor der ausrastet. Mehr? Noch mehr aufs Maul hier, ne? Haha, jetzt komme ich einfach so hier hoch. So, Items sind hier auch nicht mehr. Kann auch mal da oben gehen, da waren noch viele Mützchen. Weil ich brauchte auch irgendwie für immer Donner... Nee, Donnerquarz war das da. Farmen, farmen, farmen. Ich weiß schon, wie die Folge heißt. Muss ich mich wieder entschuldigen für. Ich bin immer so ein... bin so ein Grinding-Junkie manchmal. Ich will dann immer alles schaffen und so. Ist eigentlich jetzt gar nicht so... Eigentlich hatte ich am Anfang gar nicht vor, hier 100% Action zu machen. Aber mittlerweile liegt es mir noch in den Finger. Zierlichtspieler, ja, den brauchte ich auch noch, genau. Können wir dann nochmal in die Schmiede gehen. Ich kann zwei neue Sachen machen, glaube ich. Ich habe noch einen Rubinstein gekriegt und den Zierlichtspieler. Und noch einen Donner... Kann man Donnersplitter vielleicht irgendwann zu Donnerquarz irgendwie zusammenschmeißen? Tschüss, du Tech-Typ. Extra XP krieg für dich. Oh, guck mal hier. Mützchen hab ich mir gefunden. Kann man jetzt hier irgendwas erreichen durch neue Springe? Ich glaube nicht, ne? Boah! Hey, komm! Einfach alle im Arsch. Hat sich gelohnt. Ich hab so viel MP, Alter, ihr könnt mich mal. Hier sind die dicken MP-Kugeln, die nehme ich auf jeden Fall mit. So, ich glaube, mehr hab's hier erstmal nicht mehr zu tun. Dann kann mich hier mal hier oben rufstellen und mich mal umgucken. Da oben auf dem Dach war ich schon. Ist hier unten noch was drunter? Hinten beim Hotel ist auf jeden Fall noch was. Das weiß ich auch. Und da oben ist da auch irgendwas drauf. Komme ich da jetzt vielleicht hochgesprungen? Austesten. Gott, ich sehe so wenig, das ist so duster hier. Haps! Haps! Ich bin bis nach unten gefallen, ne? Natürlich bin ich bis nach unten gefallen. Oh, Item. Ja, komm her, du dicke Sau. Bums! Oh, der Riesentaler, Alter. Gibt mir Geld. Der gibt mir much money. Oh, dicke Lebens... dicke MP-Punkte. So, ach genau, zu Merlin-Weg nochmal. Da bin ich auf dem richtigen Weg, ne? Na, ich wollte das sagen. Hier ist natürlich was aus. Genau. Waren da auch viele Gargoyles unterwegs. Ich hatte gleich auch nochmal Schlitz. Ich will Rubinsteine. Ja, genau. Guck mal hier, oh, ich bin in Ola nicht. Geben die mir vielleicht Luzidstein hier? Rubinsplitter. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Oh, Item. Potion. So, okay. Au! Oh, blaue Mützchen! Blaue Mützchen und ein Gargoyle. Blaue Mützchen und ein Gargoyle ist geil. Fuck, mich getroffen. Durchgeschlitzt. Bombs, Tech-Punkte. Danke. Oh, geil, Gargoyles, ja. Gargoyles, alle auf einmal hier. Sterbt alle auf einmal. Die sind doch auch schnell, die Jungs. Die sind nicht zu unterschätzen. Machen doch nicht so viel Schaden. Halten noch nicht sonderlich viel aus, muss ich sagen. Aber welches fliegende Objekt kann das auch schon von sich behaupten? Man sieht Fire Emblem, ne? Pack auch ein bisschen Pegasus oder fliegst du ganz schnell runter. So, gib mir noch mehr. Oh, geil. Ja, oh, massive Combo Kill hier, Alter. Komm her, ihr Klapperkisten. Maximum HP für Donald. Geil. Mützchen. Noch mehr Mützchen. Aua. Du Sacknaht, du. Hohoho, Triple Kill. Goofy macht da voll die Wombo-Kombo, Alter, heftig. Ja, sieht gut aus. So, dann gehen wir mal da hinten hin. 500 Taler haben wir schon wieder gesammelt, schön. So, gehen wir mal zu. Siehst du, war da nicht noch eine Trio-Technik noch machen hätte können? Mensch, Haps. 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 Ich sehe die Steine nicht, weg so hochspringe. Kamera, please, don't nerf me.
Ach nee, gelb ist sie da. Ja, ob ich das schaffe jetzt bis nach hinten, wenn ich springe? Ich glaube nicht, ne? Komm ich hier hoch? Da oben ist eine Kiste. Da oben ist eine Kiste. Ich sehe es. Ach, da komme ich aber nicht hin. Und das ist auch so duster hier. Naja, gehen wir erstmal die... ach siehst du, wir haben auch noch so ein Steinchen hier gekriegt, ne? Gute Fee. Hallo. Danke. Untersuchen. Blaues Glitzerzeug. Immer diese Drogen-Junkies. Sag mal, als blau glitzern muss. Oh, sorry, Alte. Oh, noch ein Beschwörungsstein? Dann wollen wir es mal lösen. Beginnen wir mal. Bibidi-babidi-bu. Swoop. Dumbo kann gerufen werden. Dumbo ist cool. Wenn ihr mehr von den Steinen findet, bringt sie mir. Noch mehr Disney-Characters. Ist so cool. Mach mir große Sorgen um Cinderella. Oh. Nichts mehr übrig. Okay, dann würde ich sagen, wir lösen mal die Seite hier ein im Buch. So, wie viel fehlt denn jetzt noch? La 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 la. Ist gar nicht, was jetzt fehlt noch. Sud, geheilt. So, 1, 2, 3 fehlen noch. Habe ich denn noch welche? Gucken wir mal eine Truhe. Ich kann erstmal grinsen, das war ich dödel. So, Ori, bla, Freuden da, blub, bla, Mithril, ja, genau, Ori, Halbroll. Pyropsteine. Nee, Rubinsteine waren die ich brauchte, ne? Ja, hier brauche ich noch ein paar mehr von. So, nee, verlorene Seite, da ist noch eine. Welche waren das jetzt? Ich glaube, das hatten wir schon, das mit dem Feuer hatten wir hier. Dann hatten wir eins von denen hier. Das da hatten wir auch schon. Jetzt kommen wir fremd vor. Ein weitgelegenes Gemüsefeld. Nein, schon, na sicher, Mann. Was fand ich nochmal für ein komisches Spiel? Ich weiß es nicht mehr. Dup-di-dup-di-du. Okay, so viel von neu. Hier war ich doch nicht. Oh, nee, das war das mit dem Gemüse hochschleudern, ne? Und dann irgendwie jonglieren damit. Oh, das war voll kacke. Hat der Bock auf eine Möhre? Oh, Kürbisse. Rausziehen. Funk. Sehr geil. Geht's hier auch? Oh, ein Kopfsalat. Geil. Möhrchenweg oder mach ich mir einen schönen Salat hier. Ich kann die Möhren hier rausziehen. Wie scheiße. Voll Verschwendung. Können wir doch eine Möhrensuppe machen. Jetzt hier hin? Hier kann ja nicht hochspringen, ist ja scheiße. Ist ja fies. Ach, hier guck mal, Winnie Pooh und Ferkel. Rabbits Haus. Hofse. Oh Gott, wie ist denn da Haus geschrieben? Oh Gott, Hilfe. Also, Rabbits Haus ist wieder zurück, aber etwas fehlt noch. Pooh hat laut gerufen, aber das Haus sagt, Rabbit ist nicht da. Wenn das Haus sagt, es ist nicht da, dann musst du das dem Haus hochloben. Sind die dumm? Die sind so dumm, dass es so schön lustig ist. Niemand da? Nein, niemand. Was zum Teufel? Also, Rabbits Haus ist wieder zurück, aber etwas fehlt. Oh ja, Rabbit fehlt offenbar. Ich würde sagen, der ist der Dritte. Wenn er sagt, er ist nicht da, will er euch bestimmt nicht sehen. Geht halt hier hin. Wer ist die Person mit dem Namen Niemand? Niemand, hast du Rabbit gesehen? Jetzt kriecht er da drin. Die dicke Sau. Nein, es ist kein Rabbit hier. Niemand ist hier. Scheiße, war. Hallo, Rabbit. Kommt er da rein, der Dicke? Ist ja. Oh, oh. Puh, was für eine angenehme Überraschung. Schön, dich zu sehen, Ferkel und... Wer ist denn der Typ? Hallo, ich bin öfters jetzt hier. Ist das ein neuer Freund? Ihr habt keine Freunde, ihr seid Außenseiter. Puh, tut mir leid, aber... Ich habe keinen Honig mehr. Der sucht nur nach Honig, die fette Sackratte hier. Sora, riechst du den Honig? Nee, ich rieche keinen Honig. Ich habe gar keine Lust, den Honig zu riechen. Mal da oben untersuchen. Ah, ich kann untersuchen hier wahrscheinlich, wa? Egal. Was ist denn los, Hase hier? Ich kann dir nichts geben, verschwende keine Zeit mit Suchen. Ja, der Sack hat hier bestimmt nochmal versteckt. Hier eine Schränke. Erstmal Puh aufschlitzen.
Na? Also Rabbit ist auch zurück, aber einer fehlt noch. Einer unserer Lieblingsplätze sind aus den auch verschwunden. Was sollen wir nur tun? Finger in den Arsch und dann drehen. Achso, warte mal, hier kann ich... Ach, da oben. Oh, Honig, wie kommt ihr da hinauf? Na, wie warnet mich? Möchtest du etwas davon? Aber du musst natürlich nicht. Fragst du da noch? Oh, vielen Dank, Rabbit. Ich nehme nur ein kleines Häppchen. Ich habe ein bisschen Hunger. Topf leer. Puh. Du isst doch nicht den ganzen Topf leer, oder? Wenn du einmal anfängst, bist du nicht mehr zu bremsen. Tja, Hase, schlecht versteckt, würde ich sagen. Da ist der Topf auch schon leer. Wie schön, dass ich beide gefunden habe, den Honig und Rabbit. Drop-di-drop. Ach, Gott. Tut mir sorry. Oh, schon wieder kein Honig mehr. Ja, gut. Also, Rabbit, ja, ja, einer fehlt noch. Schön. Kann ich jetzt gehen? Wartet jetzt so? Krass. Okay, können wir gehen anscheinend. So, tschüss. Ach, geil. So. Ist jetzt noch mehr zu tun hier? Auch mal hier untersuchen. Yeah, geil. Ein Brief. Drin steckt ein Brief. Ich hoffe, wir gehen bald zusammen Honig suchen. Puh. Frisst nur um sich rum, die fette Sackratte. Ist so dumm. Oh. Hilfe, jemand muss Puh helfen. Wieso? Ich muss gar nicht. Futsch. Fällt da hin. Was ist denn nur los? Ach. Er ist zu fett. Ich wusste immer. Er ist zu fett. Oh, aber was machen wir? Ich mach gar nichts, du. Ich gucke zu und lache. Das ist nur so viel passiert, weil du so immer so viel Honig isst. Wenn Puh nicht dünner wird, bleibt mein Haus verstopft. Immer die scheiß Tür, Mann. Wenn wir doch nur etwas tun könnten. Ja, die Tür nehmen zum Beispiel. Das ist eine freaking Tür. Das ist so dumm. Ich muss hier immer lachen. Ich will Lachfleisch. Die Musik dazu. Krass. Das ist so bescheuert, ohne Witz. Er ist zu fett, einfach. Er hat sich zu fett gefressen. Ja, Honig hat halt viel Zucker, ne? Scheiße, wa? Dumme Sackratte von Bär. Ach, hey, und Hilfe, ich stecke schon, wie ich schon wieder vor allen Dingen. Ich bin durch dieses Loch hereingekommen, es muss geschrumpft. Oh Gott. Oh, ich habe immer so viel Spaß irgendwie. Ach, ist das nicht schön. Da komm, wir ziehen mal von draußen an der fetten Sackratte. Tja, ich glaube, Webby, du solltest das Loch noch mehr verkleinern, weil er kommt immer rein, aber nie raus. Das ist ja die falsche Physik, Kumpel. Hier steht er. Ist das dumm? Scheiße, war du fressende, verfressene Drecksvieh. Ja, kommt davon, wenn man andere Leute ausnimmt. Wisst ihr, das sollte ich mit Lordi auch mal machen. Wisst ihr, der kommt immer zu uns und frisst uns den ganzen Kühlschrank leer. Und wenn er dann geht, machen wir die Tür enger, damit er ja nicht erst drin kommt, damit er nicht auf... Oder wir sagen, zu frisst zu viel kommst du nicht mehr raus, dann musst du bei uns Teller putzen. Genau, das ist die perfekte Idee. Ich hab sie gefunden. Das ist die Lösung für Lordis Fressproblem. Der sieht immer so dünn aus, ja, aber der kann um sich fressen wie ein Scheunendrescher. Und der nimmt nicht zu, der will ich auch haben, Mann. Wie kann ich Honig essen, wenn ich hier feststecke? Tja, das ist dein Problem. Könntest du mir zum Mittagessen vielleicht einen Honigtopf bringen? Den Scheißdreck werde ich tun. Kein Honig, bis du wieder frei bist. Wenn Puh nicht dünner wird, bleibt mein Haus verstopft. Dann bist du auch rausgekommen. Ist doch scheißegal, nimmst die Tür. Da kann eh jeder rein und raus. Wenn wir doch nur etwas tun könnten. Halt, ich weiß, ein bisschen Karottensaft ist die Lösung. Mein Karottenbeet ist auf der anderen Seite des Baches. Was soll das helfen? Dass er noch aufgeblähter ist von irgendwelchem Wasser... Karottensaft ist genau das Richtige, damit Puh ein Puh dünner wird. Echt? Oh nein! Hä? Oh boing! Ah, der hat eine coole Stimme, finde ich. Tigger! Knacks, oh, die Brücke! Hallo! Ich heiße Tigger. T-I-G-G-E. Das heißt Tigger. Was? Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Ich bin neu in der Gegend. Hallo Tigger, du hast meinen neuen Freund Zora angesprochen. Die fette Sau. Hey Puh,
Du siehst heute ja nicht besonders glücklich aus. Wieso? Er grinst doch wie so ein fetter Bär. Herumzuspringen macht viel mehr Spaß. Wieso springst du ständig so rum, Tigger? Because he have problems. Wieso? Springen können Tigger am bestesten. Bestesten? Obwohl, mein Sprungpunkt ist weg und verschwunden. Sprungpunkt? Dann wird das eben mein neuer Sprungpunkt. Ist der voll bekifft oder was ist los mit ihm? Ich mag die Stimme von dem aber irgendwie. Tigger ist gehopst, so ruiniert meine Karotten. Wenn wir Puka eingeroffen, mir einen ganzen Kortensaft geben, wird er für immer feststecken. Also die Physik sagt, er nimmt irgendwann ab. Bitte hilf mir, halte Tigger von meinen Karotten fern. Ja, komm. Eine ganz schön vertrackte Sache, aber ich habe eine Lösung. Was, von oben? Ach, Uhu. Huch, Glitchy Uhu. Was zum Teufel? Sora, du musst das Karottenbeet beschützen. Wenn Tigger zweimal auf eine Karotte springt, versinkt sie. Was? Pst, du. Ey, da mache ich doch nicht auch noch. Einmal? Pst, du? Ey, blöde Eule. Zweimal. Schöne Demonstration, oder? Uhuhu. Genau so. Rette die Karotten vor Tiggers Sprüngen und du bekommst Punkte. Wie fragst du? Das ist ganz einfach. Bei den Karotten, bevor Tigger auf sie springt, halte, hier sind 15 Karotten. Dein Punktestand hängt davon ab, wie viele du rettest und wie oft du Tigger blockierst. Und noch etwas. Na hu. Was? Der soll auf den anderen Beeten rumspringen. Das Kommando folgen ist der Schlüssel zum gekonnten Blocker. Folgen? Wähle Folgen in der Nähe von Karotten, die noch nicht versenkt sind. So bist du am Zielpunkt, bevor Tigger landet. Also viel Glück. Kann ich auch selber laufen? Das ist mir lieber. Ich vertraue dem Spiel nicht. Oh, Zeit eine Minute muss ich's machen. Okay. Das machen wir jetzt halt noch. Ist egal. Oder, warte mal. Nee, das machen wir im nächsten Part, Leute. Hier ist gerade schöne Pause. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen und bis dann wieder mal unser Übelmotto. Also macht's gut, haut rein. Tschüss, Sikorski und ciao.